Hallo, hier ist Christoph von TapTechD und das ist ein kurzes Hands-on mit Android KitKat auf dem Google Nexus 7 2013. In dem Video möchten wir euch kurz zeigen, was ihr euch erwarten dürft, beziehungsweise wie Android KitKat hier aussieht. Fangen wir am besten gleich mit der Oberfläche an. Auf der Ober- und Unterseite sehen wir leider nicht die transparente Bar. Genauso, wenn wir hier in den App Drawer gehen, wir sehen hier keinen transparenten Hintergrund, so wie wir das leider bisher kennen. Das heißt, wir haben nicht diesen Experience Launcher, den man vom Nexus 5 kennt. Der ist dort erstmals exklusiv. Man kann aber ganz einfach die APK von diesem Experience Launcher aus dem Internet herunterladen. Einen Link findet ihr natürlich auch unter dem Video in der Beschreibung und diesen dann installieren. Mehr braucht ihr gar nicht machen. Ihr müsst nur schauen, dass die Updates aus dem Play Store für die Google Suche und auch Google Now aktuell sind. Das war es auch schon. Ansonsten, was hat sich bei den Einstellungen getan? Wenn wir hier kurz auf die Settings gehen, sehen wir auch neu Tap and Pay. Das ist aber eigentlich in Deutschland oder auch in Österreich noch nicht so wichtig. Wichtiger ist schon hier die Integration, die native Integration für das Drucken. Das heißt, ihr könnt nun wirklich einfacher mit dem Gerät drucken, ohne irgendwelche weiteren Applikationen zu installieren. Und neu ist auch dieser Sprachsucher. Das heißt, ich muss das Gerät nicht mehr berühren. Es muss zwar hier auf dem Homescreen sein und ich kann einfach durch den Befehl Okay Google dann diese Sprachsuche aktivieren. Geht momentan leider nur in englischer Sprache. Das heißt, wenn ihr die Systemsprache auf Englisch aktiviert habt und eben auch diese Einstellung bei Google Now aktiviert habt. Ansonsten, die meisten Veränderungen befinden sich aber unter der Haube. Das heißt, haben jetzt nicht unbedingt großartig was mit der Oberfläche zu tun. Und das zeigt sich unter anderem durch einen Performance-Schub und auch generell einer etwas verbesserten Akkulaufzeit, vor allem wenn bei Hintergrundprozessen, das heißt, wenn das Display ausgeschaltet ist und zum Beispiel Musik läuft oder ihr Musik hört oder sonstiges. Also hier sollte auch die Akkulaufzeit genauso beim Nexus 7 etwas verbessert worden sein. Nun zum Launcher. Ich habe den hier installiert. Ich tappe hier mal kurz drauf und ihr seht, ich habe im Prinzip den Launcher, wie wir das von diesem Nexus 5 kennen, schön mit dieser transparenten Bar hier oben und unten. Wenn ich dann das herunterziehe, wird es natürlich auch schwarz, aber der Launcher sieht meiner Meinung nach einfach etwas besser aus. Auch hier im App Drawer, wir sehen hier, wir haben den transparenten Hintergrund oder etwas transparenteren Hintergrund, sodass wir auch generell sehen, was hier als Hintergrund eingestellt ist. Hier haben wir auch schon die Google Now Verknüpfung, das heißt, ich kann hier unter den Einstellungen hier die Settings auswählen, zum Beispiel für Google Now, dass das hier aktiviert ist oder nicht. Dann schalten wir das mal kurz aus. Und wenn das jetzt ausgeschaltet ist, habe ich hier keinen weiteren Screen mehr, wo mir Google Now angezeigt wird. Ich kann das natürlich auch starten, indem ich nach oben gehe. Und das war es auch schon. Aber ansonsten hier einfach wieder Settings rein. Google Now starten, das wird dann aktiviert und ich kann hier wieder einfach über die linke Seite auf Google Now einsteigen. Das heißt, hier habe ich schon ein paar Karten, die mir zum Beispiel hier mein Dell Venue Pro Shipment anzeigen und vieles mehr. Hier funktioniert dann auch dieses Okay Google Now und das möchte ich euch kurz demonstrieren. Okay Google, set a timer for 15 minutes. Und jetzt sucht er dann eigentlich die Applikation oder beziehungsweise setzt hier den Alarm. Leider haben wir eine schlechte Internetverbindung beziehungsweise eine sehr langsame, dass es hier etwas länger gebraucht hat. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich relativ gut und ich komme hier wieder zu den Karten beziehungsweise kann natürlich hier den Timer deaktivieren. Ich kann auch nach verschiedenen anderen Sachen im Internet suchen oder einfach zum Beispiel schnell den Taschenrechner starten, ohne dass ich jetzt den Touchscreen nochmal berühre. Sehr praktisch und ich muss auch ehrlich gesehen, dass ich das einfach durch diese Funktion jetzt auch wirklich nutze. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich beim Experience Launcher keine großen Änderungen. Was noch erwähnenswert ist, ist die neue Tastatur. Und zwar haben wir hier, wenn wir zum Beispiel Hangouts starten, hier das normale Layout, aber wir sehen hier auch dieses kleine Smiley und da sehen wir dann verschiedene lustige Smileys, die man einfach verwenden kann, schreiben kann, auch in verschiedenen Messengern oder sonst was. Also das ist auch vielleicht noch eine kleine nette Integration hier für das Android 4.4 Update. Wir wollen auch mal kurz in die Settings gehen, damit wir dieses Easter Egg öffnen können. Und wir sehen hier schon K und Android 4.4 und dann kann man das Ganze nochmal
Eröffnen. Wenn man da lang drauf druckt, dann müsste man hier zu den Easter Eggs kommen und wir sehen schon mal alle hübschen Symbole für die Android-Versionen, die es bisher gegeben hat. Jelly Bean, Honeycomb und so weiter. Also das war's dann mit Easter Egg, mehr ist es nicht. Ja, das ist Android 4.4 auf dem Google Nexus 7, macht einen wirklich sehr guten Eindruck, vor allem durch die Geschwindigkeit. Das ist gefühlt nochmals etwas schneller und wer sich eben diesen Experience Launcher installieren möchte, hat dann vielleicht nochmal ein neues Design und auch eine erweiterte Funktion hier mit Google Now, das etwas besser integriert wurde. Das war's. Ich sag danke fürs Zusehen. Mehr Videos zu anderen Tablets findet ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Vergesst nicht, diesen zu abonnieren und wenn euch das Video gefallen hat, uns einen Daumen hoch zu geben.